Willkommen zurück, liebe Leute. Wir waren dabei, Fische zu fangen, weil wir die Shootart das letzte Mal richtig gemacht hatten, auf dem Weg zum alten Mann verreckt sind. Als Erinnerungsshootart brauchte man, um Essen zu machen, was wir den alten Mann geben sollten, um ein Paragleiter zu bekommen. Wir hatten das letzte Mal die Zutaten herausgefunden, hatten Essen gemacht, war damit auf dem Weg zum alten Mann und dann sind wir beim Felsen abgekratzt. Falls ihr verpasst habt, schaut es euch nochmal an, das war lustig. Ja. Und was waren die drei Zutaten? Fisch. Genau, Fisch war die, die wir nicht wussten. Wir hatten Fisch, vorgegeben Fisch. Silly und Wild und Hips, Hips sagt es schon, ne? Fisch war das letzte. Warum nicht Chips? Ja, wäre mal lustig. Und die hatten wir gefangen. Sind leider weg. Und die haben ja keine. Sieht sehr danach aus. Zumindest. Guck mal, unten im Wasser wird mein Schatten geil. Ja, das sieht sehr schön aus. Wirklich. Die Wasseranimation. Aber du hast nur noch begrenzt Kraft. Schnell zur Wand. Denn deine Kraft lässt gleich nach. Wo ist der Fisch? Ah, da hinten, ich sehe ihn. Ja, mit der Angel ist auch leichter. Aber es gibt hier irgendwo eine Angel versteckt. Das weiß er zufällig. Ich muss mich nur finden. Da ist ein Vetter. Damit. Mach alles platt. So wie es das gehört. Wir machen alles platt. Alles klar, denke ich, die Zuschauer jetzt mal wieder. Definitiv. Spiegelt das Wasser. Ja, das Wasser sieht aber wirklich sehr schön animiert aus, kann ich nur sagen. Da ist wieder ein Fisch. Da. Auspacken mit dir. Der ist einfach so ein Land. So, jetzt gebe ich dir mal kurz das Kommentator-Mikro. Das Mikro der Würde, auf dem alles hängt. Und du wirst kurz die armen Zuschauer verlabern. Hallo. So. Wie geht das Mikro um? Ja, chill. Habe ich noch nie getan, also. Richtig. Gut, jetzt haben wir den Fisch und jetzt auf zum alten Mann. Und um da richtig gut hinzukommen, haben wir schon was ausgedacht. Was sagt bloß, was? Ich fress mich mit Ausdauerlängen voll. Jetzt gibt's ordentlich. Ach nee, die muss ich nehmen, wenn meine Ausdauer fast im Arsch ist. Ach sehe. So. Läuft. Der alte Mann war da hinten irgendwo, ja. Da hinten ist auch ein Schrein. Gut, hier wird ein Steinhaufen nur. Nein, Steinhaufen. Da sind die Wächter. Die bösen Wächter. Die mit den Laserbomben strahlen. Also wirklich krass wie eine Invasion aus diesen Aliens. Da hat doch gerade was geglitzert, oder? Oder haben wir das nur eingebildet? Nee. Haben wir nicht eingebildet? Einfach alle. Einfach überall ein Bauteil klauen. Dann funktionieren sie nicht mehr. Und da hinten irgendwo ist der alte Mann. Yay. Und wir müssen nicht über den Berg. Weil ich so eine Flasche Scheiße bin. Dann ist ein Haus. Und da.
Episode. Mal sehen, was er dazu sagen wird, wenn wir dann haben. Also muss ich noch mal den Berg hochklettern? Nee, dann kann ich einfach zum Schrein gehen. Ja. Jo, jo. Ich kann den Berg nicht leiden. Lieben auch. So. Jetzt. In die Hand. Fisch, Wild und Chili. Gesegnet. Scharfer Grillteller. So. Hab was gekocht. Ja. Hyrule-Barsch hast du also hineingetan. Okay. Oh. Nun gut. Ich erkenne deine Raffinesse an und überreiche dir dieses Winterwams. Winterwams erhalten. Kälteschutz. Aha. Wenn du das trägst, bist du gegen die Kälte gewappnet. Obwohl du mit meinem tollen Rezept für den scharfen Grillteller eigentlich auch gar keinen Winterwams mehr bräuchtest. Ja, ist mir egal. Kann ich so lange wie ich will da oben bleiben. So, was mich jetzt noch interessieren würde, wäre mit den Waffen. Waffen. Ich habe ganz schön wenig Waffen. Nee, ich habe fast voll alle. Das sind fast alles nur Werkzeuge. Werkzeug. Ja. Drei Werkzeuge. Werkzeug. Und das hier benutze ich fast nie, weil es einfach beim ersten Mal kaputt gegangen ist. Naja. Ich nehme dann mal mein Zweihänder. Und zerdeppe einfach mal dieses Ding hier. Hätte was drin sein können, da auch. Aber da war nirgendwo was drin. Und damit Teleport. Teleportieren. Anwendungstipps für Waffen. Hölzerne Waffen kannst du anzünden und als Fackel verwenden. Wenn du metallene Waffen als Feuerstein. Wenn du mit entstehen Funk. Oh, cool. Das könnte auch ganz gut sein. Hab ganz vergessen, muss das Winterbums noch ausrüsten. Hätte Schütz fast vergessen. So, Upgrade. Komplettes Ausrüstungs-Upgrade jetzt. Jetzt hoch da. Ja, uns kann nicht mehr kalt werden, also. Ha! Kobolde, ganz viele. Kobolde werde ich alle jetzt im Schutz der Dunkelheit angreifen. Ein Überhang. Dazu sage ich jetzt einfach nichts und gehe einfach außen rum. So. Gott, hier brennt alles. Everything burns.
funktioniert. Hoffentlich kann ich noch ein paar Pfeile aufsammeln. Gut, das hat mir jetzt mal ein Viertel Leben gekostet, das ist aber nicht schlimm. Pfeil. Und noch ein Pfeil. Ich weiß eigentlich nie, was jetzt mit diesem Bockhoblin-Horn und so machen sollen. Vielleicht können wir es irgendwann alles gebrauchen. Treasure. Ja, Holz. Ich bin aber voll der Pfeil-Fan. Was ist hier drin? Äpfel, Holzpfeil. Kann man das Schwert einfach in den Brand stecken? So, brennendes Schwert einfach. Ui, vermutlich nicht. Ist der Bockstock jetzt fast kaputt? Nein, ist er nicht. Lol. Läuft. Ach, shit. Ach, dachte gerade, er wäre ein Kobold. Wir sind hier dran vorbeigelaufen. Bam! Yay, I'm the winner. Was ist das denn hier? Brauche ich alles nicht mehr kämpfen. Snake werfen? Bock, Leute. Die kann 6 und was kann sowas? Eine 5, glaube ich, oder? War, glaube ich, eine 5. Naja, dann nehmen wir das schön. Die drei schlafen. Wie geil. Wie geil. Die können pennen. Die pennen jetzt. So, und da kommt gerade Gamer Coach zurück. Guck mal, die pennen. Haben nichts Besseres zu tun, als zu pennen. Sorry, hast du kommentiert. Nimm nichts, wirst du jetzt. Hast du Shoot. Es ist Nacht, Junge. Shoot. Aber jetzt sind sie aufgewacht. Shoot. Jetzt geht er. Verdammt, ich hab nicht mal den Bogenschützen erwischt, als ich geschossen habe. Verdammt, man braucht ja Feuerpfeile. Aber das will ich jetzt einfach machen. Einfach weil es eklig ist. Kaboom. Tut mir leid, einfach weil es episch war. Es war einfach so. Gar nicht die Begründung ever. Ja, beste Begründung dafür, dass man ein Herz verloren hat. Hä? Cool, die Schatzkiste wurde einfach weggeschleudert. Yay. Holzpfeile. Toll. Und noch mehr Holzpfeile. Yay! Vor ein paar Parts waren die Holzpfeile noch fast Mangelware. Und jetzt habe ich sie wieder voll. Habe ich wieder richtig. Holzpfeile. Oh, 31. Ist das nicht so voll? Hätte doch theoretisch einfach eine Bombe reinwerfen können, die noch alles ausgeht. So oder. Och Mann, das ist so traurig. Guck mal, all diese schönen Möglichkeiten, die ich gehabt hätte. Aber es hätte nicht getroffen, die Kobolde. Und der hier, wird der getroffen. Wenn ich es nicht getroffen hätte, wäre es keine Möglichkeit. Ja. Jeep. Nee, hätte nicht getroffen. Der wäre sogar am Felsen abgeprallt. Gut, also die waren geschützt, es gab keine andere Möglichkeit. Jetzt auf zum Schreien. David, es gibt auch eine andere Möglichkeit. Ja. Hier, Felsen. Felsen, genau. Das wäre wohl die naturellere Möglichkeit gewesen. Mit dem einen erschlagen, mit dem zweiten erschlagen. Hat den dritten das mit erschlagen.
Schwarz. Komm mal her, ihr Zubats. Yay, besiegt. Applaus. Und ich kann mir wieder aus dem Flügel eine schöne Matze machen. Dann macht ihr mal eine Matze. Matze Pampe. Aufwacht. Was? Die nächsten zwei. Ah ja. Jetzt kommen ja die bösen Ausländer. Weil eigentlich wie die Ausländer sind. Im Spiel. Ich weiß, ich habe Ausländer gesagt. Deshalb auch immer. Ich weiß gerade nicht, was ich sage. Was passiert so oft. Müsst ihr wissen. So. Und was suchst du jetzt genau? Den Schrein. Den Schrein. Sehr schön. Ich werde den Schrein haben. Und wir gehen gerade. Da hinten. Was? Was? Nein, nein. Dammit. Ah, da unten ist die Uhrzeit, jetzt sehe ich es. Aber nicht die echte Uhrzeit. Ja, ja, das ist klar. Und jetzt 4.05 Uhr in der Früh wäre, Halleluja. Dann wären wir erst fast 2 Stunden schlafen gegangen. Feiner. Das wäre geil. Wenn man so die Zettel zurückbringen würde. Alter. Was für ein Spostenviecher. Kalt. Kalt machst du die. Oh fuck, mein Leben ja. Oder machen die vielleicht jetzt eher dich kalt? Niemals. Niemals. Oh. Sehr schön. Ja, scheiße. Im nächsten Part geht's weiter mit dem epischen Abenteuer hier. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao. Geiler Endscreen. Ja, was? Es ist Eiswasser gewesen. Ich hab's vergessen. Das ist Eiswasser. Ja, Eiswasser ist Hesse. Eiswasser ist Eiswasser. Yay.